Es gab einen, möge Allah uns bewahren, ich will den Namen nicht sagen, natürlich, ich weiß, wer diese Person ist und so. Was hat dieser Mann gemacht? Der ist reingegangen mit einem Nickname von Frau. Umzug. Und dann schreibt die Schwester so, wie geht's dir, Schwester so, wie geht's dir? Und der hat am Anfang ganz normal geschrieben und dann hat er die Frauen gesucht, die nicht verheiratet sind, ja? Und Schwester, wie geht's dir und so weiter und wie alt bist du? Da hat man sich kennengelernt und dann hat er gesagt, ja Schwester, warum bist du nicht verheiratet? Dann sagt die Schwester, Wallah, der Mann ist noch nicht gekommen. Er sagt, was wünschst du dir? Diese und diese und diese und diese und diese. Und dann kommt er mit einer anderen Frauennamen. Schwester, wie geht's dir? Nach ein paar Tagen schreibt er ihr, die Frau, der ist Mann, aber die Frau, schreibt ihr, ja, ich habe einen Bruder und der hat Interesse. Ich schicke dir Steckbrief. Wer ist der Bruder? Ist selber. Und er schreibt ihr, ich bin so und ich bin so. Durch Chat weiß er jetzt, wie sie denkt. Und dann schreibt er ihr alles. Ich bin so, die Schwester ist sozusagen begeistert. Das ist mein Traummann. Und sie weiß nicht, die Arme, dass sie in eine Falle gelockt wurde. Deshalb vorsichtig. Meine, wenn man auch diesen Fehler gemacht hat, dann muss man Allah um Verzeihung, Vergebung bitten. Und dann muss man wissen. Deshalb bei uns damals, wir haben zwei oder drei Admin gebannt von dem Raum, wir haben die weggeschmissen, rausgeschmissen, wegen dieser Sache. Und wirklich, die meisten, die das gemacht haben, die waren die Ahbash und die Schia. Und die haben das ausgenutzt, damit sie die sozusagen von Wahhabiten warnen. Schaut mal, die war wieder. Und das Schlimmste war, die haben das gemacht mit der Frau. Und dann haben, subhanallah, die hatten das erstmal gemacht, aber als Falle. Aber die waren aber nicht als Falle, die waren richtig in diesem Thema. Allah al-Musta'an.